Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Connection. Ich stehe hier wieder mit Herrn Uwe Becker, Bürgermeister der Stadt Frankfurt. Was haben Sie heute geplant? Nun, Frankfurt ist ja die jüdischste Stadt in Deutschland mit 900 Jahren jüdischer Geschichte, die diese Stadt auch mit geprägt hat. Damit ist es auch Teil der Identität Frankfurts. Und jetzt sind wir an der Westend-Synagoge und da wird gleich Rabbiner Soussan zu uns kommen und wird sie durch die Synagoge führen. Oh, da freue ich mich. Ich rufe ihn gerade persönlich? Genau, oder? Ich rufe ihn gerade mal an. Das ist gut, wenn man Connection hat, oder? Ja, Herr Rabbiner Soussan, wir sind jetzt direkt vor der Synagoge. Ja, das passt doch super. Ich bin nämlich auch gerade. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen in der Westend-Synagoge und freue mich, dass Sie da sind. Bis bald, tschüss. Oh, mega schön. Ja, und drinnen ist wirklich noch schöner. Bitteschön. Dankeschön. Sehr gerne. Muss ich jetzt so, das ist Kippa tragen? Nee, also Kippa ist nur für Männer. Okay. Es gibt im Judentum tatsächlich bei den Orthodoxen, also den traditionellen Jüdinnen, wenn sie verheiratet sind, dann bedecken sie sich die Haare. Okay. Die Schönheit ist nur für den eigenen Mann gedacht. Mhm. Und außer in der Synagoge ist es ganz praktisch, dann wissen immer die Jungs, die vielleicht noch auf der Suche sind, also die mit ohne Kopfbedeckung, diese noch zu haben. Ah, sehr das gut, dann halte ich mal auch schon. Also genau. Westend-Synagoge. Wow. In ihrer ganzen Pracht. Ihr Lieben, bevor ich hierher gelaufen bin, hat der Bürgermeister mir eine Sache verraten. Er hat gesagt, dass Herr Rabbiner Soussan der George Clooney unter den Rabbinas ist. Was halten Sie denn davon? Stimmt das? Ja, ist schon mal ein gutes Kompliment. Ja, also wenn das Aussehen stimmt. Und der Vorteil von George Clooney ist natürlich, dass er normalerweise ein Skript hat. Also ich muss da immer selber dran arbeiten. Selber arbeiten? Ja. Aber ja. Sie hatten ja auch Reden hier, oder? Ja, dauernd, ja. Einfach hier dann und... Nee, tatsächlich bin ich dann oben auf dem Pult. Können wir nachher gleich mal probieren. Mhm. Hier wird normalerweise die Tora gelesen. Das ist eigentlich so der Vorleserpult. In den meisten Synagogen, die Synagogen sind ausgerichtet nach Israel. Das heißt, die ist in der Regel so plus minus Ost-Ost-Süd-Wand. Und da ist dann ein Schrank und Sie sehen jetzt nur den Vorhang. Und hinter dem Vorhang, da ist dann die Tora-Rolle. Oder wenn man Glück hat, hat man auch mehrere. Das ist ganz praktisch, weil es eben auch Feiertage gibt, wo man aus verschiedenen Stellen liest. Und dann muss man nicht immer hin und her rollen. Und dann kann man einfach die eine Stelle aus der einen, ja, aus dem zweiten Buch und dann hier aus dem dritten Buch und dann dort wieder aus dem ersten oder so. Und dann kann man aus Sie haben so einen ganz großen hier, oder? So. Die sind alle relativ groß. Ja, ist können wir zu einen lesen. Sehen? Unbedingt. Ja, juhu, perfekt, super. Geh mal vor. Ich darf einfach so drauf? Jetzt schon. Ja? Also im Gottesdienst ist es tatsächlich getrennt. Da sitzen die Männer unten alleine. Okay. Und die Frauen auf den Emporen oder auch hinter dem Vorhang. Aber heute zu Demonstrationszwecken. Der Vorhang ist einfach nur, der erinnert an den Tempel früher in Jerusalem. Da gab es auch so einen Vorhang für das Allerheiligste, was hinten dran war. Und die Symbolik ist unterschiedlich. Also das, hier das so Klassik, ja, die 10 Gebote auf den 2 Tafeln. Die Löwen stehen für das Symbol von Jehuda, also einem der Stämme. Und jetzt kommt... Oh mein Gott. Der. So. Und jetzt natürlich nicht jede Synagoge hat so viele Torarollen. Also das ist schon echt ein Reichtum. Sie sind schon fame und reich, oder? Ja, ja bei aber Ihnen das, läuft, würde ich der sagen. Der Punkt ist, dass, also man sieht es auch hier, das ist gespendet von einzelnen Familien. Diese Torarolle ist ganz neu, die ist gerade jetzt erst geschrieben worden. Es gibt andere, die so an die 100 Jahre alt sind. Leider, einige von denen sind schon nicht mehr zu benutzen. Oh. Wenn ein Buchstabe nicht mehr lesbar ist, ist die Tora nicht koscher. Vorbei. Genau, man kann sie korrigieren, aber manchmal sind die schon so alt und so, löchrig oder irgendwas anderes damit, dass sich das Reparieren nicht mehr lohnt. Ach so. Und da können wir auch rausholen eins? Jetzt holen wir mal eine raus. Ja. Fischl-Einwohner. Hallo, Herr Fischl-Einwohner. Hallo, guten Tag. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Aus profanen Gründen hole ich jetzt keine Tora-Rolle raus. Aber das wird Sie vielleicht auch interessieren. Ja. Rabbiner kann es vielleicht noch besser erklären. Das ist Megillat Esther. Können Sie mithelfen, hier Darf mal fester? Ich? Ja, selbstverständlich, das ist so schwer. Das Prinzip ist gleich. Das ist alles auf Hebräisch jetzt, ne? Das ist Hebräisch. Aber wenn Sie beachten, von rechts nach links wird geschrieben und das ist mit Hand. Mit einer Feder. Alles von Hand geschrieben, mit dieser schönen Feder. Mit einer Feder. Das ist Pergament, was Sie da finden. Das ist eine bearbeitete Tierhaut. Die Details, ne? Ja. Wahnsinn. Die Details gehen noch weiter. Können Sie Sie sehen ganz kleine Krönchen auf den Buchstaben. Mhm. Auch die müssen genau dahin, wo sie sind und genau so sein, wie sie sind. Ja, manchmal gibt es nur eine Krone, manchmal gibt es drei.
Also das gehört alles zum Also ein Ehrenmann, wer das geschrieben hat hier, oder? Absolut. Das ist ein Künstler. So eine Torah-Arbeit geht bis zu einem Jahr. Also muss man sich vorstellen, wie man sich da vorbereitet auch. Und damit man auch auf dem geistigen Niveau ist, ist ja nicht einfach, was man schreibt, ist ja ein heiliger Text. Ja. Und hier jetzt zum Beispiel. Also das ist der König von Achashverosh, der gelebt hat in dem Land und hat regiert in Persien von Hordu bis Kusch, also von Indien bis Äthiopien. Ja, und die Königin, die hat eben, die Jüdin hat einen persischen König geheiratet, hat ihm nicht gesagt, dass sie Jüdin ist und am Ende hat sie das jüdische Volk gerettet, weil der böse Minister, der wollte alle Juden umbringen. Ja. Und deshalb haben wir einmal im Jahr haben wir große Feier. Das Interessante an der Feier ist übrigens, finde ich auch spannend, eine der Gebote, die wir haben, ist, so viel Alkohol zu trinken, dass man den Held der Geschichte Mordechai, also der, das ist der Cousin von dieser Königin, der das Ganze ins Rollen bringt, dass wir gerettet werden. Ja. Der Mordechai und der Bösewicht heißt Haman. Man soll so viel Alkohol trinken, dass man den Unterschied zwischen beiden nicht mehr kennt. Echt? Ja. Also im Judentum ist das eigentlich immer so. Wir haben körperlich, Gott hat einen Körper und einen Geist oder die Seele zusammengetan als ein Mensch. Und deshalb ist das selbstverständlich und natürlich, dass der Körper auch genießen darf und soll. Es gibt eine Überlieferung, die sagt, wenn der Mensch stirbt und vor Gott kommt, dann sagt Gott, hast du meine Welt genossen? Ja. Ja, also warum nicht? Ja, also Askese im Judentum ist nicht unbedingt erstrebenswert. Ja. Man soll genießen, nicht alles. Ja, also ich darf nicht alles essen, es muss koscher sein. Aber wenn ein Feiertag kommt, klar, essen, noch und nöcher. Jeder Feiertag, Schabbat, Freitagabend, beginnt zu Hause mit einem Glas Wein. Ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier und machen einen Akustiktest, weil Rabbiner Soussan hat uns gesagt, dass er Probleme damit hat, hier oben verstanden zu werden. Und wir testen, wie wir das Problem lösen können und ob ich ihn denn höre. Rabbiner Soussan, Sie können. Sie können. Ja, ich hab's gehört, ja. Hört ihr mich auch? Also normalerweise würde ich so sprechen. Moses kommt vom Berg Sinai und sagt, die gute Nachricht ist, es sind nur 10 Gebote. Die schlechte Nachricht, Ehebruch ist immer noch drauf. Ich glaube, ich habe eine Sache verstanden. Das war ein Gag am Anfang, oder? Absolut. Also der Moses hat gesagt, es gibt die gute Nachricht ist, es sind 10 Gebote. Die schlechte Nachricht ist, Ehe ist Mord. Was? Ehe ist was? Ehebruch ist noch dabei. Ach so, Ehebruch ist noch dabei. Sie sind ja sehr international aufgestellt, ne? Also, es ist ja eine Verbundenheit mit allen. Egal ob jüdisch, nicht jüdisch, Christen, nicht Christen, oder? Ja, absolut, so nehme ich es gerade wahr, ne? Sie haben sehr viele... Ja gut, mein Vater kommt zum Beispiel aus Marokko, ist mit 14 nach England gekommen, hat dann 2 Jahre in Irland gelebt, kam nach Paris, wo meine Mutter kennengelernt hat, die aus Deutschland stammt, und dann sind sie nach Deutschland gekommen. Also das ist so eine typisch jüdische Geschichte. Also es gibt irgendwie so die Heimat immer im Herzen mittragen. Die Torah ist das tragbare Heimatland, sozusagen Vaterland. Also insofern, diese Vielschichtigkeit, die ist schon sehr gegeben, schon sehr ausgeprägt. Und auch generell, also auch ich bin jetzt zum Beispiel nicht Jüdin, aber sie sind ja trotzdem sehr aufgeschlossen, ne, zeigen ihre Religion und das ist ja auch dann... ist nur Show. Ist nur Show. Nein, es gehört schon dazu. Also wenn man es ernst nimmt, also wir haben, wie gesagt, die 5 Bücher Moses und liebe den Nächsten wie dich selbst einerseits, sondern sagen ja manche, deinen Nächsten, das heißt ja nur deine Leute sollst du lieben. Nein, nein, es gibt genau hinten dran, gibt so, und liebe den Fremden. Also da, wo der Nächste aufhört, da fängt der Fremde an und das gehört irgendwie dazu. Also die ganze Idee, die Tora fängt an mit Adam und Eva, da gibt es noch keine Religion. Ja, und das ist schon auch wichtig, dass die Tora so anfängt, dass man erstmal unabhängig, wo man herkommt, was man ist. Und so sagt es auch der Talmud, also die Erklärung vom Judentum sagt, warum wird überhaupt diese Geschichte von Adam und Eva erzählt? Und eine der Antworten ist, wenn einer zum anderen kommt und sagt, ich bin besser als du, weil mein Vater war ein König und deiner nur ein Sklave, ist die Antwort, ist vollkommen egal, weil dein Urgroßvater und mein Urgroßvater war eine und dieselbe Person. Wow. Also diese Gleichwertigkeit. Standing, wirklich, schöne Worte. Ich finde es erstmal schön, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben heute. Wirklich, weil es ja eine große Ehre für uns, dass wir hier das Video drehen konnten. Und eine noch größere Ehre, wenn Sie mich hier zum Lachen bringen, denn wir haben immer eine Challenge. Und unsere Challenge ist heute, bringe eine Comedian zum Lachen. Wäre nicht so schwer, oder? Gotcha. Ein Chinese und ein Jude sitzen in der Bar. Plötzlich steht der Jude auf und knallt dem Chinesen eine. Und er guckt ihn an und sagt, wofür war das? Sagt er, das war für Pearl Harbor. Was Pearl Harbor? Ich bin Chinese, Pearl Harbor, das waren die Japaner. Sagt er, ach, Japaner, Chinese, ist alles Gleiche. Okay, der Jude setzt sich wieder hin, der Chinese überlegt eine Weile, steht auf, geht hin und gibt ihm so einen Karateschlag. Und er
Der Jude guckt den an und sagt, wofür war das? Das war für den Untergang von der Titanic. Für Titanic? Das war ein Eisberg. Ach, Eisberg, Goldberg, Greenberg, ist doch alles das Gleiche. Das war auch witzig. Vielen lieben Dank, ich habe heute so viel gelernt. Wieder. Hallo Frau Misi. Oh, Herr Becker ist auch da. Das ist so, Herr Almohne, hallo. Hallo Herr Becker. Ich will hier nicht mehr weg, ich will noch bleiben, Kaffeekuchen essen. Ja, wir sind richtig brav jetzt, oder? Und ich komme wieder, darf ich? Okay. Sie brauchen. Dann jetzt wieder mit. Tschüss, alles Gute. Shalom, Lefort. Okay. Danke schön. Tschüss. Das ist sehr witzig.